Hallo und herzlich willkommen zur Währungsprognose. Wir analysieren den Euro-Schweizer Franken im Lichte der schweizerischen Daten vom Montag, wo die Einzelhandelsumsätze um 0,1% auf Jahresbasis zurückgingen. Unser Gast ist Nicolas Ebisch, Corporate Accounts Manager bei Caxton FX. Nicolas, im Juli sanken Schweizer Einzelhandelsumsätze um 0,1%. Mit dem starken Franken nutzen viele Menschen niedrigere Preise in Frankreich und Deutschland aus. Am Freitag fiel der Franken auf den tiefsten Stand gegenüber dem Euro seit der Entkopplung. Ist in Kurzfrist eine Erleichterung zu erwarten? Was ist Ihre Monatsprognose? Ja, wir erwarten eine gewisse Erleichterung in Kurzfrist, aber in den letzten Wochen ist das niedrigste Niveau des Frankens gegenüber dem Euro vor allem durch die Stärke des Euros verursacht. Der Euro ist stark gegenüber anderen wichtigen Währungen. Die Volatilität des Weltmarktes durch Sorgen um die Verlangsamung in China trug zur Erhöhung des Euros bei. Der Euro funktioniert als sicherer Hafen. Unsere Monatsprognose ist 1,08. Am Donnerstag wird die Zinsentscheidung der S&P veröffentlicht. Keine Änderungen werden erwartet. Allerdings sollte die Zinserhöhung der Fed den finanziellen Druck lindern. Was ist Ihre Monatsprognose für das Währungspaar Euro-Schweizer Franken? Meine Erwartung ist, dass die USA die Zinsen in diesem Jahr erhöhen und dies wird den Euro abschwächen und den Dollar verstärken. Normalerweise, wenn der Dollar aufwertet, wertet der Euro ab, weil die beiden Währungen die gängigsten auf internationalen Märkten sind und gegenseitig konkurrieren. Die Zinserhöhung würde auch Schwäche für den Schweizer Franken als sicheren Hafen bedeuten. 1,07 ist meine Vorhersage für den Euro-Schweizer Franken nach 3 Monaten, wenn sich der Markt stabilisiert und der Kurs leicht zurückgeht. Was ist das Entwicklungsszenario für den Euro-Schweizer Franken in einem Jahr? Meine Erwartung ist 1,05 in einem Jahr. Das scheint das Ziel für Gleichgewicht der beiden Volkswirtschaften zu sein. Diese beiden Währungen sind eng miteinander verbunden. Und wenn eine davon viel stärker als die andere ist, würde dies nachteilige Auswirkungen auf jeweilige Handelsbilanz haben. Ich glaube nicht, dass innerhalb eines Jahres Zinsen in der Schweiz oder in der Eurozone erhöht werden, weil die Volkswirtschaften der beiden Regionen noch zu empfindlich sind. Nicolas, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Hiermit ist diese Ausgabe der Währungsprognose zu Ende. Bleiben Sie weiterhin mit Lukas Kopp TV. Auf Wiedersehen.